Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute gibt es passend zum Herbst ein weiteres Apfelkuchenrezept für euch, und zwar einen Apfelkuchen mit Baiser und Streuseln. Da stellen wir einen Streuselteig her, da nutzen wir 2/3 für den Boden, 1/3 als Streusel obendrauf. Wir machen eine Apfelfüllung aus Äpfeln, die kochen wir ein bisschen ein. Darauf kommt dann eine Baiser-Schicht, das backen wir erstmal ein bisschen vor, weil der Baiser etwas fest werden muss. Und dann kommen dann noch die Streusel drüber und dann wird der Kuchen zu Ende gebacken. Ja, und das ist ein toller Kuchen, etwas aufwendiger, aber total lecker, und da lohnt sich dieser Aufwand auf jeden Fall. Ja, und Apfelkuchen geht ja eh immer, da macht man nie etwas verkehrt. In meinen Playlists unter Apfelkuchen, da gibt es noch weitere Rezepte, schaut da auch gerne mal nach. Dann starten wir jetzt. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir benötigen folgende Zutaten für die Streusel: 300 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, ein Ei, 125 Gramm Butter oder Margarine. Und die Streusel teilen wir dann auf in 2/3, 1/3. 2/3 der Streusel verwenden wir für den Boden und 1/3 kommen dann auf den Kuchen obendrauf. Und zu diesem 1/3 geben wir dann später noch etwas Zimt. Dann brauchen wir für die Apfelmasse 1 Kilo Äpfel. Wir brauchen Saft und Abrieb von einer Zitrone. Habe ich jetzt frisch gerade nicht da, deshalb nehme ich hier ein Tütchen und hier so fertigen Zitronensaft. Dann brauchen wir auch hier etwas Zimt nach Geschmack, 350 ml Apfelsaft, ein Tütchen Vanillepuddingpulver zum Kochen und 25 Gramm Butter. Und für das Baiser brauchen wir dann noch 4 Eiweiß, 125 Gramm Zucker, und backen werde ich den Kuchen in einer Springform, 24 x 24 cm. Ihr könnt aber auch eine runde Springform nehmen mit 26 cm Durchmesser. Die hat dasselbe Fassungsvermögen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Zuerst bereite ich die Streusel zu. Da habe ich dann das Mehl jetzt schon in eine Rührschüssel getan. Dann gebe ich den Zucker dazu. Verrühre das Ganze miteinander, dann kommt die Butter und auch das Ei dazu, und dann knete ich da mit den Händen eben schnell ein paar Streusel. Dann sind meine Streusel jetzt auch schon fertig. So, und dann gebe ich jetzt 2/3 der Streusel in meine Springform. Teile sie gleichmäßig auf den Boden und drücke sie dann schön fest, dass wir hier einen schönen, gleichmäßigen Boden haben. Die duften so schön schon nach Butter. Also bei Streuseln würde ich euch auch immer empfehlen, Butter zu nehmen, weil das geschmacklich einfach viel, viel besser ist. Aber ich habe jetzt schon öfters im Internet Beiträge gesehen, wo gesagt wird, dass die Butter bis Ende des Jahres so teuer werden soll, dass man dafür ein 250 Gramm Päckchen bis zu 4 Euro bezahlen muss. Also das fand ich ja total schockierend. Also viele sagen jetzt schon, dass sie Butter aus dem Angebot kaufen und sich einfrieren, damit sie halt zumindest für die Weihnachtsbäckerei Butter haben. Also das ist ja der Wahnsinn, wenn das wirklich stimmen sollte. Es ist sowieso alles so unfassbar teuer geworden, wo das alles noch hinführen soll. So, dann habe ich jetzt hier meine Streusel auf den Boden verteilt. Zu den restlichen Streuseln gebe ich dann jetzt den Zimt dazu, knete den noch ein, und dann stelle ich die Springform und auch die restlichen Streusel jetzt erst einmal in den Kühlschrank. Die Äpfel habe ich mir jetzt schon geschält und entkernt und in Viertel geschnitten, und die schneide ich mir jetzt gerade in kleine Stücke, weil wir als nächstes die Apfelmasse vorbereiten. Und während ich das jetzt hier schneide, möchte ich euch etwas über Baiser erzählen. Baiser kommt aus dem Französischen, also Spanien, Frankreich, da kommt das Baiser eigentlich her. Das wurde dort eigentlich auch als Resteverwertung genutzt, weil man früher hauptsächlich das Eigelb genutzt hat, dann blieb das Eiweiß übrig.
Und irgendein schlauer Mensch hat sich dann gedacht, oh, da kann man doch bestimmt auch etwas Leckeres draus machen. Und das Baiser wird das erste Mal erwähnt im 16. Jahrhundert. Und die Königin Elisabeth I., die hat dem Baiser den Namen gegeben. Baiser heißt nämlich Kuss, kommt aus dem Französischen, heißt Kuss. Und sie war der Meinung, dass dieses zarte Gebäck an einen Kuss erinnert. Also Baiser heißt es eigentlich auch nur in Deutschland. In Frankreich heißt es Meringue. Und dann gibt es hier in Deutschland auch nochmal regionale Unterschiede. In Schwaben heißt es Schäumle und in Sachsen heißt es Schmätzchen. Das weiß ich nicht, ich habe beide Begriffe noch nie gehört. Also wer von euch aus Schwaben oder Sachsen kommt, der kann ja gerne mal ein Feedback da lassen, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich dort so genannt wird. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne in den Kommentaren mal da lassen, wenn es in anderen Regionen von Deutschland wiederum einen ganz, ganz anderen Namen hat. Ja, und jetzt bin ich auch hier erstmal gleich fertig mit meinen Äpfeln. Ich habe mir den Apfelsaft schon in einen Kochtopf gegeben. Ein bisschen von dem Apfelsaft habe ich mir weggenommen. Da werde ich jetzt das Puddingpulver klümpchenfrei anrühren. Ich muss mir eben schnell die Hände sauber machen. So, dann gebe ich noch ein bisschen Zitrone über die Äpfel und decke die Äpfel dann jetzt erstmal ab. Dann habe ich hier meinen Apfelsaft. Dann habe ich hier den Apfelsaft, den ich abgenommen habe. Da rühre ich jetzt mit einer Gabel das Puddingpulver klümpchenfrei an. Dann gebe ich den Topf auf den Herd, bringe den Saft zum Kochen, rühre dann das angerührte Puddingpulver ein, lasse das Ganze nochmal aufkochen. Das mache ich jetzt hier als nächstes. Mein Apfelsaftpudding ist fertig. Dann gebe ich da jetzt Zimt dazu und den Zitronenabrieb. Und auch die Butter und rühre das Ganze jetzt erst einmal schön ein, dass die Butter schmelzen kann. Und dann gebe ich die Apfelstückchen dazu und dann stelle ich hier die Apfelmasse erst einmal auf die Seite, weil ich dann als nächstes das Baiser zubereiten werde. Für das Baiser habe ich jetzt die Eier schon mal getrennt, Eigelb, Eiweiß. Die Eigelbe stellen wir auf die Seite. Die könnt ihr zum Beispiel nutzen, wenn ihr einen Eierlikör selber machen möchtet. Und normalerweise ist das in der Weihnachtsbäckerei genau andersrum, dass man da Eigelb benötigt und dann eben so viel Eiweiß übrig hat. Aber hier fürs Baiser brauchen wir eben nur das Eiweiß. Das Eiweiß habe ich mir jetzt schon in eine Rührschüssel gegeben. Diese Rührschüssel muss komplett fettfrei sein, damit euch auch der Eischnee gelingt. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr halt, um hundertprozentig sicher zu gehen, die Schüssel nochmal mit einem Tuch mit Essig ausreiben. Und ebenfalls müssen auch die Rührstäbe oder die Schneebesen von dem Mixer komplett fettfrei sein. Und dann werde ich jetzt zuerst das Eiweiß mit einer Prise Salz etwas aufschlagen. Das Salz sorgt für etwas Stabilität. Dann werde ich auf mittlerer Stufe das Ganze schaumig schlagen und nach den Zucker einrieseln lassen. Und dann auf höchster Stufe das Ganze nochmal schlagen, bis wir eine schöne Konsistenz haben. Mein Eiweiß habe ich jetzt für 5 Minuten aufgeschlagen. Das kommt auch immer darauf an, wie frisch die Eier sind. Aber das Ganze muss nachher so richtig schön glänzen und es müssen dann so Spitzen stehen bleiben, wenn man durch das Eiweiß durchgeht. Dann habe ich jetzt hier meine Springform mit dem Boden aus dem Kühlschrank geholt. Da gebe ich jetzt die Apfelmasse darauf, verteile sie gleichmäßig. Dann verteile ich das Eiweiß darauf, streiche das auch nochmal schön glatt. Und der Backofen, der heizt schon vor, der hat gleich seine Temperatur erreicht. Und dann muss das Ganze jetzt erstmal
für ungefähr 20 Minuten vorbacken, bevor wir die Streusel drauf geben, weil das Eiweiß braucht eine gewisse Stabilität und deshalb wird das Ganze jetzt erstmal vorgebacken, dann kommen die Streusel darauf und dann geht der Kuchen nochmal in den Backofen und dann muss er nur noch zu Ende backen. Das Lämpchen vom Backofen ist jetzt ausgegangen und dann schiebe ich die Springform dort jetzt auf die mittlere Schiene. Der Kuchen war jetzt für 20 Minuten im Backofen. Da hat das Baiser jetzt eine gewisse Festigkeit. Dann können jetzt die Streusel darüber. Und dann wollte ich euch noch was Wichtiges zum Aufschlagen des Eiweißes sagen. Das hatte ich soeben ganz vergessen. Beim Trennen der Eier müsst ihr wirklich schauen, dass absolut nichts, auch nicht eine Spur von Eigelb mit zu dem Eiweiß kommt. Weil wenn auch nur ein Hauch Eigelb bei dem Eiweiß ist, dann wird das Eiweiß nicht steif. Da könnt ihr schlagen, solange ihr wollt. Da bekommt ihr da keinen festen Eischnee. Deshalb empfehle ich euch, die Eier einzeln zu trennen. Dass, falls es wirklich mal sein sollte, dass euch ein bisschen Eigelb dann zu dem Eiweiß gelangt, dann habt ihr dann nicht direkt die ganze Eimasse dann halt eben verdorben. Trennt am besten immer schön einzeln und gebt dann das Eiweiß in eine Schüssel. Und so würde ich euch das empfehlen, damit ihr dann auch wirklich später ein gutes Ergebnis habt. So, und jetzt geht der Kuchen wieder zurück in den Backofen auf die mittlere Schiene. Den Kuchen hatte ich jetzt nochmal für 20 Minuten im Backofen und habe ihn dann jetzt rausgeholt. Die Streusel, die haben eine schöne Bräunung jetzt erhalten und das Baiser ist jetzt nochmal richtig aufgegangen. Aber das fällt dann eben sichtbar in kürzester Zeit auch zusammen und das ist auch vollkommen normal so. Also seid da nicht erstaunt, wenn ihr den Kuchen aus dem Backofen holt, dann habt ihr hier erstmal richtig große Hügel vielleicht teilweise. Aber ihr seht jetzt schon, wie sich das Ganze setzt und das ist vollkommen normal. Jetzt lasse ich den Kuchen auskühlen, bevor ich ihn dann aus der Form nehmen, anschneiden und euch präsentieren kann. Und hier ist der fertige Apfelkuchen mit Baiser und Streuseln für euch. Mal ein etwas anderes Rezept. Wer mag, kann zu der Apfelmasse auch noch Rosinen dazugeben, gehackte Mandeln oder Nussstücke. Damit kann man das Ganze noch ein bisschen variieren. Ja, und es ist ein schönes Apfelkuchenrezept, das ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren solltet. Guten Appetit! Wir sind fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.